So, meine Damen und Herren, hier im Sailing Center, dieses Jahr auf der Interboot 98, präsentieren wir Ihnen natürlich wie jedes Jahr eine ganze Menge Firmen. Allerdings, wie üblich auch bei der Interboot, zeigen wir hier den berühmten Blick hinter die Kulissen. Ganz kurz dazu, Sie sehen hier vorne im Vordergrund zwei Boote des Match Races hier im Juli 1998 auf dem Bodensee, Lake Constance Match Race. Und weil man natürlich hier auf der Interboot in unserem kleinen Bassin vor dem Sailing Center mit solch großen Booten kein Match Race durchführen kann, hat sich Speedwave, die Firma von Eberhard Mack und seinem Vater, dieses Jahr so weit aus dem Fenster gehängt, Boote, die sie in den letzten Jahren eigentlich schon irgendwo eingemottet hatten, wieder rauszuholen. Und zwar die sogenannten Mini-12er. Die können Sie hier drüben sehen, auf dem linken Teil unseres Bassins. Mini-12er sind Boote, die den großen Original-12er-Booten nachempfunden sind, allerdings technisch ein bisschen anders aussehen. Das heißt, sie haben zwar natürlich ein Ruder, aber sie haben keine Pinne. Das heißt, das Boot wird mit Pedalen, mit Fußpedalen gesteuert. Im Sailing Center auf der Backbordseite zeigt Speedwave den Bau dieser Mini-12er, wie die Boote Zug um Zug entstehen. Dieses Jahr soll hier auf der Interboot die Flotte von circa 4 Booten, wenn nicht sogar 5 Booten, komplett entstehen. Dann haben wir von Liros, einem großen Tauhersteller aus Nordbayern, auch dieses Jahr wieder eine Flechtmaschine hier. Zeigen wir Ihnen, wie Seile entstehen. Wir geben das dieses Jahr auch wieder gerne gegen einen Obolus zugunsten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger an unsere Besucher ab. Und Balken hat auch dieses Jahr wieder einen Segelmacher zu uns hier auf die Interboot gebracht. Einen Mann, der seit vielen, vielen Jahren nichts anderes tut als Segel macht. Und aus diesem Grunde kann er dieses Jahr hier bei uns keine Segel produzieren, sondern als Alternative Taschen aus Segeltuch. Unsere Match Races, die wir hier im Sailing Center auf der Interboot 98 vorführen, beziehungsweise die wir machen lassen. Ein Match Race ist ja ein Rennen Boot gegen Boot. Das ist natürlich nur möglich, wenn wir konstant Wind haben. Aus diesem Grunde war die Messe Düsseldorf so freundlich, dieses Jahr 2 große Windmaschinen zur Verfügung zu stellen, mit denen wir unseren Westwind rund um die Uhr, könnte man fast sagen, also während der Öffnungszeiten der Messe, selber erzeugen. Und dadurch ist es natürlich auch möglich, dass die Boote regelmäßig segeln können. Balken, die Firma, die auch die Segel für die Mini-12er herstellt, hat auch dieses Jahr wieder freundlicherweise einen Segelmacher abgestellt. Natürlich kann er hier keine Segel produzieren mit dieser Nähmaschine, die er da hat, produziert als alternative Handtaschen. Aber er repariert Segel und er wird Ihnen erzählen, was er mit den neuen Segeln der Alexander von Humboldt zu tun hat. Unlängst haben wir einen größeren Auftrag gekriegt, für die Alexander von Humboldt neue Segel zu machen. Also eine ganz neue Garnitur, einmal von oben bis unten runter. Unter anderem haben wir ein Gewicht rausgekriegt von diesen 23 Segel, 1,7 Tonnen.
Und wir haben die alten Beschläge, mussten wir von den alten Segeln wieder runterschneiden, weil die alten Beschläge von GL geprüft waren. Wir haben sie neu wieder verzinkt und haben sie dann wieder reingearbeitet. Eine ganze Menge edler Motorboote. Herr Rieger, Sie sind der Chef dieser Werft. Wie viele Boote haben Sie hier stehen? Wir haben hier 20 Boote aufgebaut und den Stand in der Größe haben wir seit 25 Jahren immer am selben Platz. Sie haben auch ein Segelboot hier, Elliot 770. Das ist neu. Die Form haben wir von Greg Elliot aus Neuseeland geholt und bauen tun wir die in Ungarn, wo der Lohnpreis bei 4 Mark liegt und deswegen ist es so günstig. So, jetzt bitte ich die Kamera etwas zu schwenken, denn Sie haben hier einen Bürocontainer, ich sage jetzt mal Container. Gerüchten zufolge ist dieses Teil früher auch mal auf dem Bodensee unterwegs gewesen. Das ist vollkommen richtig. Das war das Oberteil von einem Hausboot. Sie sehen es noch an den Positionslampen, die dran sind, die Reling oben. Und ich erinnere mich gerne an der Zeit, wo das geschwommen ist am See. Wie lange ist es geschwommen? Ja, ca. 20 Jahre. Das Schönste war daran, dass es vorne unten einen Weinkeller hatte, wo über 300 Flaschen Weißherbst lagen. Also Sie sind Genießer, Herr Rieger. Mit Freuden. Das heißt, deswegen wird der auch weiterhin auf Ihren Messeständen vorhanden sein. Das ist so ein bisschen Nostalgie, oder? Erinnerung an das Leben. An schöne Stunden. Das ist schön. Eberhard Mack, der Juniorchef von Speedwave, steht neben mir. Eberhard, diese Mini-12er, seit wann gibt es die eigentlich? Die gibt es schon lange, seit 1982, 83 und sie haben jetzt den zweiten Frühling. Ist da für die Zukunft wirklich ein Markt da? Denn es sind ja keine, manch einer der Besucher denkt ja immer, das sind Kinderboote. Das sind ja Boote, die nun wirklich von Erwachsenen gesegelt werden können. Ja, vom Jugendlichen bis zum Erwachsenen. Und es ist eine ganz andere Art von Segeln. Man erlebt das Wasser hautnah, weil man mit dem Kopf dran ist und es macht richtig Spaß. Aber gleichzeitig, ich habe es vorhin schon angesprochen, werden die Boote hier gebaut. Bauzeit pro Boot, kann man sagen, eine Woche in etwa? Es muss weniger sein, damit man sie auch dann kostengünstig anbieten kann. Hier muss man natürlich mit der Kundschaft reden, Fragen beantworten, das machen wir auch gerne, aber idealerweise zwischen 3 und 4 Tagen. So, hier an der Flechtmaschine von Liros produzieren wir hier auf der Interboot 98 ein Springseil. Das ist ein Seil, das eigentlich aus zwei Teilen besteht. Einmal dem Kern, hier schwarz-gelb zu sehen, und dem weiß-blauen Mantel. Weiß-blau natürlich deswegen, weil die Firma in der Nähe von Hof angesiedelt ist, in Lichtenberg in Nordbayern. Ganz wichtig dabei ist, das tragende Teil dieses Seiles ist eigentlich dieser Kern. Der trägt ca. 80% der Kraft und der Mantel außenrum ist eher als Schutzmantel gedacht, hat natürlich auch eine gewisse Festigkeit und trägt ca. 20% dieser Last. Tragkraft dieses Seiles so rund 200 Kilo. Deswegen geben wir es als Springseil für Kinder ab, weil die können das sicher nicht kaputt machen. Wir zeigen Ihnen jetzt mal hier, wie diese Maschine funktioniert. Nochmal ganz kurz, hier unten ist die Rolle mit dem Kern. Der Kern wird innen in dieses Seil eingeflochten und durch die Maschine entsteht außen eben dieser Mantel.